Natural Biohacker, herzlich willkommen auf dem Natural Biohacking Podcast mit einer weiteren Interviewfolge. Und diesmal ein ganz spannendes Interview, was ich mit einer ehemaligen Kundin führe. Und möchte aber nicht genannt werden, deswegen setzen wir jetzt einfach so einen Rahmen. Aber ich finde die Geschichte so, so interessant. Und deswegen richtig schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich. Und du hast ja auch, wie gesagt, das Coaching bei mir gemacht und du bist unternehmerisch tätig. Und das war aber nicht immer so. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was machst du und wie bist du auch zum Biohacking gekommen? Wow, was mache ich? Ja, wo fange ich an? Ich bin im Bereich Direktvertrieb tätig. Ja. So fing das an. Ist inzwischen Multilevel Marketing. Und ich mache das seit Oktober 2015. Habe ich damit losgelegt und habe da meine Leidenschaft entdeckt und bin auf Social Media damit unterwegs und ja, meine Mission ist es, Frauen und besonders Müttern zu zeigen, dass sie mal wieder mehr auf sich gucken und wieder in ihre Energie zurückkommen. Ja, und das, damit möchte ich Frauen auf der ganzen Welt begeistern. Das mache ich. Super, super. Ich weiß noch, wo wir damals gesprochen haben. Ich glaube, du bist über ein Instagram Live zu mir gekommen. Wir haben direkt einen Videocall gemacht. Und ich war so begeistert auch von dem, was du auf Social Media machst und was du auch für einen Content einfach lieferst und von dieser Mission auch. Weil du bist ja auch, wie gesagt, Mutter, ne? Und es ist ja immer ganz spannend. Ich bin ja auch viel mit Müttern natürlich am Schreiben und man hört dann immer so wieder ein paar Glaubenssätze. Ja, ich würde ja gern so, aber ja, ich habe halt drei Kinder und ich kann halt nicht ganz so, wie ich wollte. Hast du diese Glaubenssätze bei dir auch gehabt? Und dann, wie bist du das auch angegangen? Vielleicht gerade so in der Anfangszeit? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich mache das für meine Kinder. Meine Kinder sind mein Warum, mein Motor. Wenn ich irgendwo einen Hänger habe, nicht weiterkomme, ich auch mal Zweifel kriege, schaue ich in die Augen meiner Kinder. Und das lässt mich zu Höchstleistungen auffahren. Und das war auch tatsächlich am Anfang, damals 2015, als ich hier losgegangen bin, mein Start. Ich war in einer, wie soll man sagen, unglückliche Beziehung, nicht unbedingt, es war mehr so eine Bedarfsgemeinschaft. Und mein erstes Ziel war es, wirklich unabhängig zu sein, dass ich von keinem Mann, von keinem Partner, von keinem Amt einfach eine unabhängige Mama zu sein, be independent mom, das war damals immer mein Hashtag. Und so ging das bei mir los, ja, tatsächlich. Ja, ja. Und ja, independent mom finde ich gut, ne? Und es ist ja auch wichtig heute, dass man immer wieder auch weiß, wer ist man denn alleine, auch ohne den Partner. Ich bin jetzt auch in einer fast 10-jährigen Beziehung und wir haben auch immer wieder solche Phasen, wo wir dann einfach auch mal wissen wollen, wer sind wir denn eigentlich alleine und machen so ein paar Sachen auch alleine. Also meine Freundin war jetzt auch kurz für sich alleine reisen. Und es ist immer ganz wichtig, auch mal wieder so in die Einsamkeit zu gehen und auch zu lernen, wie ist es denn mit sich selbst alleine zu sein. Ja, meistens ist es ja dann doch anders, weil du sagst, eine Bedarfsgemeinschaft ist ja ein Stück weit immer so. Also man muss ja in einer Beziehung, gerade in einer langjährigen Beziehung, muss man ja auch irgendwo immer wieder einen Konsens finden. Ja? Und dann sagt man ja, okay, ja, komm, wir machen das, wie du heute möchtest, und nächsten Tag machen wir das, wie ich möchte. Und dann hast du einfach so diese Freiheit auch mal zu sagen, okay, jetzt, was will ich heute machen? Ja, was steht heute an? Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es schön, dass dich das dann auch so auf diesen Weg gebracht hat. Aber du warst ja jetzt nicht immer so auch, ne? Du bist ja im Gesundheitsbereich auch tätig und hast dich sehr viel mit Biohacking dann beschäftigt, natürlich auch durch das Coaching. Wie war es denn vorher, wo du angefangen hast, diesen Unabhängigkeitsgedanken zu entwickeln? Wie warst du da auch vom Körperlichen her vielleicht auch unterwegs? Du meinst jetzt vor der Zeit Oktober 2015? Ja, ja. Oh Robin, es war tatsächlich Bio-Destroying, es war kein Biohacking, was ich damals gemacht habe. Ich war Techno-DJ. Und habe in der Gastronomie. Hat mir das mal gesagt. Spannend, okay. Und ich habe in der Gastronomie gearbeitet, also die beiden Dinge. Ich habe eigentlich jeden Tag Alkohol getrunken und auch sehr viel Aufputschmittel zu mir genommen, wirklich täglich. Krass. Richtig miese Ernährung, überhaupt gar keinen Sport und habe mich ständig betäubt. Also ich hatte so diesen Ablauf, irgendwie aufstehen, arbeiten,
betäuben, konsumieren, irgendwie 14 Tage im Jahr Urlaub. Also das typische, das heißt das typische Leben, aber in meinem Umfeld haben die das auch alle so gemacht. Ich bin dann mit 34 schwanger geworden und ab da hat sich dann irgendwie so alles geändert. Klar, dann hörst du erstmal auf mit allem, dich selbst zu zerstören, wenn da so ein Zwerg unter deinem Herzen wächst. Und als mein Sohn 4 Monate auf der Welt war, bin ich tatsächlich dann auch mit dem Business gestartet, mit meinem Gesundheitsbusiness und hatte einen totalen Switch. Okay, krass. Ja, wir haben da auf jeden Fall eine ganz ähnliche Vergangenheit. Ich habe damals tatsächlich auch, ich war nicht professionell als DJ unterwegs, ich habe auch immer so Musik für mich gemacht und auch mehr an so ein bisschen härterem Techno. Und dann komme ja aus dem Osten von Deutschland. Das ist ja gang und gäbe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt ist, aber damals gab es so diese Schranzpartys und Drogen nehmen und so weiter. Dann sich halt auf die Arbeit schleppen, seine Stunden abarbeiten und dann ausgerichtet auf Pausen, auf Wochenende, auf eben 4 Wochen oder 5 Wochen, wenn du Glück hast, Urlaub im Jahr. Und irgendwann ist dann halt so ein Automatismus drin und du weißt dann jetzt gar nicht mehr, okay, wer bin ich denn eigentlich? Ähnlich wie wir es gerade mit der Beziehung auch haben. Wer bin ich denn ohne meinen Job? Wer bin ich denn ohne diese Drogen? Wer bin ich denn ohne diese Betäubung die ganze Zeit? Und da würde mich natürlich auch interessieren, hast du dir am Anfang solche Fragen gestellt und wie ist es dann auch dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, nee, jetzt Break. Also klar, dein Sohn sicherlich auch. Ja, aber was ging so in deiner Gedankenwelt in dieser Phase ab? Ich muss dazu sagen, ich bin ein ziemlich krasser Mensch. Und wenn ich mich für eine Sache committe, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann gehe ich da all in rein. Und so habe ich das auch bei meinem Business gemacht. Ich glaube, wenn ich das heute so rückwirkend betrachte, war es auch so eine leichte Suchtverlagerung. Ich habe mich da so richtig reingestürzt. Also ich hab wirklich nur noch das gemacht. Ich habe mir monatlich Ziele gesetzt, die ich auch wunderbar erreicht habe. Und ich habe keine Musik mehr gehört. Ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen. Ich war wirklich nur noch am Handy, am Laptop und habe nur noch meine Sachen gemacht, die nötig waren, um mein Boot nach vorne zu bringen. Ich habe nur noch Podcasts gehört. Ja. Ich bin da so richtig rein. Ich war auch richtig hardcore erfolgreich. Ich konnte nach 4 Monaten in diesem digitalen neuen Business meinen alten Job als Köchin kündigen. Ich musste nach meiner Elternzeit also nicht mehr zurück, weil ich genau das verdient habe, sogar noch mehr. Und ab da ging es nur noch Halleluja. Ja, und ich bin ja natürlich auch mit vielen Unternehmern auch in Kontakt, dass sie auch im Coaching sind. Und es ist halt häufig so, ne, dass am Anfang so dieses Feuer einfach überwiegt auch, ne, und dass das Feuer dann, also die Passion auch, so krass wird, dass du verbrennst, teilweise innerlich, aber vielleicht auch im Außen, dass du deine Beziehungen vielleicht verbrennst ein Stück weit oder dass du halt einfach nicht mehr achtsam mit dir bist auch, ne, nicht mehr auf deinen Körper achtest. Und ich kann mich noch erinnern, wo du zu mir ins Coaching gekommen bist. Ich weiß noch, ich glaube, wir haben gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie ist dein Schlaf und so weiter? Und du hast damals gesagt, ja, 4 Stunden oder 5 Stunden, ne? Und dann mehr brauche ich nicht. Wie denkst du da jetzt mittlerweile drüber? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, super gern. Es war tatsächlich so, dass die ersten 3 Jahre oder 4 Jahre sogar hat das wunderbar funktioniert. Diese Mission, diese neue Leidenschaft, die ich für mich entdeckt habe, wo ich so all in reingegangen bin, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, das Erste, was ich gemacht habe, Handy an, dicke, dicke, dick. Und das Letzte, was ich abends gemacht habe, dass ich so lange gehasselt habe mit diesem Handy, bis es mir ins Gesicht gefallen ist, bis ich damit wirklich eingeschlafen bin. Es hat Spaß gemacht. Und es hat auch Früchte getragen. Und mir ging es auch gut die ganze Zeit. Also es war super mit 4 Stunden Schlaf. Alles easy. Ich dachte, das geht auch jetzt immer so weiter. Ich bin dann mit den Zwillingen schwanger geworden 2018. Sieht man mal, wie fruchtbar man wird hier durch so ein Gesundheitsbusiness. Und da wurde es dann tricky, weil die Zwillinge, die haben nachts natürlich nicht durchgeschlafen. Die sind jede Stunde wach geworden, auch nicht zusammen, sondern getrennt. Und in dieser Zeit bin ich echt
ins Schleudern gekommen. Das ging tatsächlich die ersten 2 Jahre so, dass ich ja 2 Jahre jede Stunde nachts aufgestanden bin. Und ich war so durch. Ich habe natürlich weiter versucht, alles aufrechtzuhalten, mein Business, Mutter zu sein. Jonglieren. Aber irgendwann, ich bin durchgedreht. Und in dieser Zeit, da kamen erst diese Fragen. Wer bin ich eigentlich? Ja. Und wenn ich das alles mal nicht bin. Ich war immer die Macherin. Dafür war ich auch bekannt. Du musst dir, Beispiel. Die Zwillinge sind geboren am 30.04. Mhm. Am 1.5., am 2.5. habe ich geheiratet, damit wir am 10.5. in die Schweiz auswandern konnten. Überleg mal, ist alles in so einem engen Zeitraum. Krass, Struktur. Also ich habe immer geballert. Und in dieser Zeit, muss ich tatsächlich sagen, bin ich komplett zusammengebrochen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht mehr, was mein Warum ist, wofür ich das alles mache. Mhm. Ich musste teilweise das Muttersein an meinen Mann, mittlerweile Ex-Mann, abgeben, dass er die Rolle übernommen hat, weil ich beides nicht mehr hinbekommen habe. Ja. Ich hab mich als Mutter in Frage gestellt, habe aber teilweise unsere Familie mit dem, was ich mache, natürlich ernährt. Ich war auf einmal für 5 Leute verantwortlich. Das war alles so heftig. Ja. Und das war eigentlich die Zeit auch, wo ich auf das Thema Biohacking kam. Es fing dann mit dem Eisbaden an, dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwas machen, dass ich wieder Energie reinkriege, dass ich vor allem mir auch die richtigen Fragen anfange zu stellen. Ich war komplett lost. Ich habe in der Zeit auch ein Ritual ausprobiert. Du kennst es in der Nähe von Zürich, die Geschichte. Ja. Um mich da irgendwie noch selbst zu finden. Also ich hab alles probiert, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach mal 8 Stunden nachts schlafen muss. Das ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, weil ich dachte, wer pennt, der brennt. Schlafen kannst du noch, wenn du tot bist. Klar. Das war mein Credo. Ja. Das wird uns ja auch so vorgekaut teilweise, ne? Wenn es dann so ein Anwärter auf den US-Präsident war, glaube ich, Arnold Schwarzenegger, dann Governor von Kalifornien, der sagt ja, hey, 4 Stunden oder so, mehr brauchst du nicht, ne? Und ja, vielleicht funktioniert das sogar für den einen oder anderen, ja? Aber ich denke, es ist halt sehr prekär, halt mit solchen Sachen rauszugehen, ja? Bei Elon Musk und diesen ganzen Top-Entrepreneurs ist es ja ähnlich so, ne? Wenn du schlafen kannst, wenn du tot bist und so weiter. Dabei ist es ja die größte Energieroutine eigentlich, die wir haben. Und wenn wir daran sparen, sparen wir halt auch an unserer Energie. Und unsere Energie ist alles. Und wenn wir dann noch die 40%, die wir vielleicht noch Energie haben, ins Business reintun, dann ist auf einmal null da. Null für Familie, null für uns selbst, null für Sport, null für gesunde Ernährung. Und dann haben wir dann eigentlich so dieses Problem, diese Herausforderung, dass wir ausbrennen oder dass wir uns nicht mehr gut fühlen. An welchen Symptomen hast du das jetzt noch erkannt, dass du gemerkt hast, so geht es nicht weiter? Ich hatte mich komplett verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht mehr, ob ich das Business weitermachen möchte. Ja, ja. Ich wusste nicht, ob ich eine Mutter sein will. Ich war komplett lost in dieser Zeit. Aber ich habe da immer noch nicht verstanden, dass ich mir einfach dadurch, dass ich diese Ziele erreichen wollte, natürlich mir richtig hohe Ziele gesetzt, dass ich da wirklich meine Gesundheit, teilweise meinen Verstand total kaputt mache. Ich bin tatsächlich erst, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, Step by Step drauf gekommen. Ich weiß noch ganz am Anfang. Hast du mit mir eine Session gemacht, eine Meditation, die ging ungefähr eine halbe Stunde. Das war die allererste. Ich dachte mir nur, was macht der? Jetzt soll ich mich hier eine halbe Stunde hinsetzen. In der halben Stunde könnte ich das. Das ist totale Zeitverschwendung. Was mache ich denn hier? Und es ist mir so schwer gefallen. Ja, ja.
Hast du vorher schon meditiert? Hast du vorher schon meditiert? Oder probiert? Ich habe es versucht, aber kriege ich nicht hin, kann ich nicht. Also es kam immer wieder irgendwelche Gedanken, piu, piu, piu. Ja. Und ich war auch nicht bereit, zu meditieren, das anzunehmen, dass mir das helfen könnte. Ja, es ist auch wirklich schwierig, wenn wir solche, man sagt ja so, diese Type-A-Personalities sind, also wirklich so diese Macher. Wir haben sehr viel Feuer auch in uns drin. Und dann einfach mal da zu sitzen, 20 Minuten gar nichts zu machen oder eine Stunde vielleicht. Eine Stunde ist ja komplett unvorstellbar. Ja, ich habe schon so vielen Leuten in meinem Coaching gesagt, so, du musst jetzt eine Stunde meditieren. Und ich meine nicht mit Musik und ich meine nicht mit irgendwelchen gedanklichen Konzepten, sondern einfach nur eine Stunde da sitzen und absolut nichts tun. Es ist so super schwierig einfach für diese Menschen. Ja, aber wenn du es mal lernst, das wirklich regelmäßig zu machen, vielleicht sogar auf einer täglichen Basis einzubauen, du merkst plötzlich, du hast viel mehr Zeit, weil du die Zeit ganz anders nutzt, ja, und weil du auf einmal, du weißt es, ne, 20 Minuten in der Meditation, das kommt dir ja vielleicht manchmal vor wie eine Stunde. Ah, plötzlich können wir Zeit ausdehnen. Ja, plötzlich sind wir wieder Meister oder Meisterin in dem Fall über unsere Zeit, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, Zeit ist kein Time-Management und so, ich habe keine Zeit für dies und ich muss noch das und das und das machen. Und plötzlich merken wir so, wenn wir diese meditative Praxis auch in unser Business reinbringen, okay, jetzt ist plötzlich mehr Zeit da. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Durch unsere Zusammenarbeit in meinem Business? Mhm. Ganz lustiger Punkt, es fing damit an, dass du mir auch gesagt hast, welcher Zeittyp ich bin. Ja. Wir haben herausgefunden, dass ich ein absoluter Morgenmensch bin, dass ich morgens in meiner absoluten Energie bin, das wusste ich auch schon. Mhm. Und dann hast du zu mir gesagt, ich weiß es noch, versuch doch wirklich mal so um 22 Uhr, 23 Uhr schlafen zu gehen, Eva. Ich so, nein, geht nicht, Robin. So wie das geht. Ich so, nein, kannst du vergessen, abends ist meine heftigste Zeit nach meinen Zoom-Calls, Anfragen noch beantworten. Und da habe ich tatsächlich angefangen und habe wirklich mal noch so das Wichtigste beantwortet und habe dann wirklich mal mein Handy sein lassen, obwohl da noch irgendwie 50 Chats offen war. Es hat mich zerrissen innerlich. Habe mein Handy auf Flugmodus gemacht und habe es wirklich weggelegt. Wow. Und das habe ich geübt. Wow. Das habe ich tatsächlich geübt. Ja. Und das hat echt lange gedauert. Und auch morgens nicht direkt ans Handy zu gehen, sondern wirklich erstmal mein Wasser zu trinken, meinen Sport zu machen. Ja. Auch zu meditieren morgens direkt. Damit habe ich jetzt auch angefangen. Und dann erst also 2 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, das Handy in die Hand zu nehmen. Das war meine allergrößte Challenge. Aber es funktioniert. Es funktioniert und es ist total verrückt. Das ist so super, wenn ich dir jetzt zuhöre, auch, also ich bin da so super stolz auch da, dass du diesen Weg auch weitergehst. Es ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her. Also es kommt mir jedenfalls sehr, sehr lange vor, dass wir zusammengearbeitet haben. Ich glaube, es ist ein halbes Jahr oder sowas. Und es ist halt schön, wenn man das dann wieder implementiert dann auch. Ne? Und wenn man dann vielleicht auch mal alle Routinen loslässt und dann wieder nach und nach überlegt, okay, was hat mir jetzt in dem Coaching geholfen, was kann ich jetzt noch weiter implementieren? Aber wo du damals halt zu mir gekommen bist, habe ich einfach gesehen, okay, sie ist unter Strom auf jeden Fall. Und gerade dann so mit der Meditation, auch mit den Soundhealings zu arbeiten, mit dem Atem zu arbeiten, einfach um dich die ganze Zeit auch zu erden, das ist so wichtig. Und du sagst es richtig, man muss es üben, das Handy aus der Hand zu legen, obwohl da noch offene Chats sind, obwohl da noch irgendwelche Sachen offen sind, E-Mails, die nicht gelesen wurden und so weiter. Das muss man trainieren. Und das hat uns keiner in der Schule beigebracht. Ja? Wir wurden eigentlich durch unsere Gesellschaft auch dazu trainiert, sofort zu reagieren. Und deswegen, ja, wenn du dann, die meisten haben ja doch die ganzen Notifications an meinem Handy. Ja, und da kommt so ein Bing und Bleep und Blinken und keine Ahnung was und zack ist mal wieder drin. Und das eben bewusst zu unterbrechen, ja, indem du meditierst oder indem du sagst, nein, jetzt nicht, jetzt mache ich erstmal meine Sportübung, jetzt trinke ich erstmal mein Wasser, mein Tee. Und dann hast du schon mal so den ersten großen Schritt auch gemacht, das Ganze einfach zu unterbrechen. Und dann kannst du wieder neu entscheiden. Ja, auch über den Tag gesehen.
Viel weniger Kaffee ist inzwischen im Spiel. Ich mache dann wirklich eine Atemübung. Wow. So simpel. Wow. So simpel. Einfach, dass du ne, so 10-mal und dann 20-mal ein- und ausatmen, Luft anhalten, ausatmen. Und dann dachtest du, wach, ich brauche überhaupt keinen Kaffee. Und aber wenn man diese ganzen Tools nicht kennt, immer nur so sieht, was machen die anderen. Ich war ständig Koffein, Guarana, irgendwelche aufputschenden Sachen. Und dass es durch Atmen funktionieren kann. Ja, ich kann mich noch an die ersten Videos erinnern, die du dann geschickt hast, wo du auf dem Balkon in die Eistonne gestiegen bist. das ist halt auch so geil. Ne? Wir nehmen uns bewusst auch Zeit, uns in diese Diskomfortzone zu begeben, sage ich immer. Ich weiß kein gut klingendes deutsches Wort dafür, aber einfach so außerhalb unserer Komfortzone zu sein und dann das auch zu praktizieren. Wie ist es denn? Und wir haben ja auch in unserem Alltag dann, ich meine so 50 ungelesene Chats, ne, ich nehme jetzt immer das Beispiel, das kann halt auch diesen Stress auslösen, den zum Beispiel eine Meditation auslöst, den zum Beispiel ein längeres Eisbad auslöst, den eine kalte Dusche auslöst oder ein intensives Training. Und dann das zu implementieren und dadurch auch unsere Zellen zu trainieren, das auszuhalten und danach uns zu entscheiden, ganz bewusst, ich glaube, das ist Biohacking. Weil dann arbeitest du mit deinem Körper, optimierst deinen Körper und kannst es dann in die Bereiche bringen, wo es nötig ist. In dein Business, in deine Beziehung, in deine Erziehung. Ja, du bringst es ja auch deinem Jungen, hast ja auch, glaube ich, Eisbaden so nahe gebracht und so, fand ich mega geil. Und ja, das ist die Zukunft, ganz klar. Das hat sich definitiv auf allen Ebenen gelohnt. Ja. Ich wusste schon immer, auch durch das Business, dass alles mit mir steht und fällt. Aber seitdem ich mit dir gearbeitet habe, gehe ich da noch viel mehr rein, lese auch ganz andere Bücher. Ich habe auch endlich mal gecheckt, dass ich bin, dass ich einfach Bewusstsein bin. Und dass ich damit auch ganz viel steuern kann. Und dadurch, dass ich, wenn ich entspannter bin, unglaublich mehr erreiche, auch mit meinen Kindern. Was hat sich denn verändert, nachdem du jetzt wirklich so gewisse Biohacks, natürliche Routinen und sowas in deinen Alltag hineingebracht hast? Jetzt mal weg vom Business. Ja, ich weiß ja, dass dein Business auch richtig gut gelaufen ist, dass neue Kunden angezogen und so weiter. Aber wie ist es jetzt vielleicht auch auf die Zwillinge, auf den Jungen und auf die Beziehungen, die du sonst gehabt hast in deinem Leben? Wie hat sich das darauf ausgewirkt? Es hat sich alles verändert. Ich habe noch ein ganz weites Stück mehr angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich reflektiere inzwischen mich viel, viel besser, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ich stelle mir die richtigen Fragen in dem Coaching mit dir hast du mir auch das Journalen nahegelegt, dass man direkt mit den richtigen Fragen auch in den Tag startet, mit Intentionen, das mache ich. Ja. Ich bin viel entspannter. Erfolg hat sich bei mir verändert. Erfolg war für mich tatsächlich das Geld reinzuholen, aufzubauen, Frauen zu helfen. Inzwischen ist es wirklich, auch wenn es so einfach klingt, es sind meine Beziehungen. Ich hatte keine Beziehungen. Weil ich immer alles zurück, es geht gerade nicht, ich habe gerade die Prio, mein Business. Inzwischen sind es wirklich meine Beziehungen, zu meinem Ex-Mann, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu allen neuen Menschen, die da jetzt gerade in mein Leben kommen. Da kommen so tolle Menschen, die das auch mit so viel Ruhe praktizieren. Also ich sage immer, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer in dein Leben. Ja, und ganz klar. Ich treffe ganz Menschen, klar, die mir wieder dabei helfen, noch entspannter zu werden. Die zum Beispiel sagen, hey Eva, jetzt knallst du gerade wieder durch, komm mal runter. Und die mir da auch den Spiegel vorhalten. Ja, Was hat sich, Robin, mir geht's gut, wirklich, mir geht's rundum gut und schön. Und es läuft. Yes, du strahlst. Also ich beobachte dich ja auch. Ne? Wir sind immer noch in Kontakt, auch viel, auch nach dem Coaching gewesen. Und das ist halt einfach eine Energie, die du auch versprühst in deinen Communities. Und
Das ist so, so wichtig. Und allein so die Ice-Challenge, ich weiß noch so, wenn die erste Mal so reingegangen ist, wer hat dann noch einen Call gesagt, langsam atmen. Ja, nee, ist aber so, so, so wichtig. Und du bist jetzt auch im Gesundheitsbereich unterwegs, auch mit deinem Business, mit den Unternehmungen, die du machst. Und wie würdest du jetzt auch Biohacking jetzt quasi für wen, der jetzt sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, wie würdest du das erklären? Ja, weil das ist ja immer so ein bisschen auch die Challenge, ne, von uns, von Biohacking-Coaches, von den Biohackern hier in der Welt. Was macht ihr denn überhaupt als Biohacker? Und würde mich mal interessieren, wie du das so definierst für dich. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, Biohacking ist, dass du verschiedene Tools an die Hand bekommst, deinen Körper und dein Bewusstsein, deinen Geist so auszurichten, dass alles für dich arbeitet. Teilweise ganz kleine Schräubchen. Jeder von uns, es ist nie zu spät, egal wie alt du bist, du drehen kannst. Und du die Qualität deines Lebens so 110% wirklich verbessern kannst. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir alle so leben, wir locker 120 Jahre alt werden können, auch noch gar nicht mehr krank sein müssen, weil ein gesunder Körper einfach nicht krank wird. Und auch mal mit wacher, wenn dich durch das Biohacking, du wachst auf, du machst die Augen auf. Das stimmt. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön definiert. Habe ich jetzt auch noch nie so in der Form gehört, nehme ich für mich auch noch mal einiges mit. Weil das ist ja das, also gerade das Aufwachen, ne? Und wir sprechen jetzt nicht von Erleuchtung, sage ich jetzt mal, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber einfach nur wacher durchs Leben zu gehen, indem du einfach fokussierter bist. Und gerade solche Practice wie Journal, das ist ja schon so eine krasse Selbstreflexion. Und du wirst ja bestätigen können, wir arbeiten ja im Coaching auch vor allem so mit dir selbst, mit dem, was in dir drin ist. Und wir versuchen da wieder die Zugänge zu finden, eigentlich zu dir selbst. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hier, Eva, mach jetzt mal hier die ganzen Routinen und mach jetzt mal das alles und liest dir das durch und mach das noch, sondern hey, es geht erstmal darum, welche Fragen stellst du dir, ne? Wie willst du den heutigen Tag angehen? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich nicht gut an? Was möchte ich morgen anders machen? Und dann löst du halt so einen Prozess aus, dass du plötzlich selber zu deinem Coach wirst. Und das Selbstcoaching, das ist was ganz, ganz Spannendes, was noch viel, viel größer wird, auch in nächster Zeit. Und deswegen kann ich auch mal nur sagen, I'm not your coach, I'm not your guru. Du bist das in dir drin. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann dir die Taschenlampe in die Hand geben, um dass du dann eben auf den Weg gehst auch. Ja, Stimmt, das hast du gemacht. geil. Mich würde dann auch noch interessieren, so jetzt, wie baust du jetzt auch in deinem Business-Alltag gewisse Sachen ein? Du hast vorhin schon mal auch gesagt, so, du machst ab und zu mal eine Atemübung, ein bisschen Journalen, aber gibt es jetzt auch was, wo du sagst, okay, das darf auf keinen Fall mehr fehlen in meinem Business-Alltag? Ich bin viel freundlicher und ich kann meine Leute viel besser abholen. An dem State, als ich dich kennengelernt habe, ich war in diesem State von, du brauchst mich, nicht ich dich. Und ich habe die Leute teilweise auch so behandelt. Wie soll ich das erklären? Ich bin empathisch geworden mit den Menschen. Und das in der Sicht von meinem Bewusstsein, ich mache es mit viel mehr Liebe, mit viel mehr Leidenschaft. Das habe ich auf jeden Fall mit eingebaut. Das war mir vorher gar nicht möglich, weil ich mich, glaube ich, auch selber gar nicht mehr so cool fand, mich selbst auch gar nicht mehr so geliebt habe. Aber wir haben auch sehr Und viel auf der wir haben auch sehr viel Herzensebene auf der Herzensebene gearbeitet, kann ich mich viel mit erinnern. der Ich hatte die Atmung noch. Viel mit der Herausforderung, Atmung noch. ja, ich hatte die Herausforderung, dass ich nicht geerdet war. Mir hat das Urvertrauen gefehlt. Das habe ich in dieser Zeit auch absolut aufbauen können. Und das ist natürlich immer noch mein Thema. Was baue ich mit ein? Ja, hab ich ja eben schon auf jeden Fall
die Atemübungen, das kalte Duschen im Winter dann auch in die kalte Tonne rein. Und so, so viel ist es jetzt eigentlich. Ja, ist, schon mal, ist ja schon mal. Ist ja schon mal. Schlafen. Ist ja schon mal, schlafen. Ja, was würdest du jetzt deinem früheren Ich empfehlen? Also wenn du jetzt quasi nochmal zurückspringst, auch bevor du dich mit Biohacking beschäftigt hast, ne, wo du noch voll so in diesem Hustle-Mode drin ist. Wenn du jetzt so 2, 3 Sätze zu dir sagen könntest, zu dieser früheren Version von dir, was wären das? Lass los. Oh, wow. Beiß dich nicht mehr. Oh, wow. Beiß dich nicht mehr so fest. Mhm. Es steht und es fällt alles mit dir. Es beginnt alles bei dir. Und ja, mach dich, jetzt hätte ich fast gesagt, empfängnisbereit. Nicht, mach dich nicht empfängen. Mach dich wie sagt man, empfangsbereit? Geh in den Empfangsmodus. Geh in den Empfangsmodus, ja. Und fühl dich einfach, setz dir ein Ziel, beiß dich aber nicht an diesem Ziel fest, sondern lass es los. Stell dir es vor, auch dein Higher Self, wo du hin willst, aber dann lass es wirklich los und vertraue darauf, dass es zu dir kommt. Das würde ich mir sagen, weil ich war teilweise echt ganz schön Bullterrier-mäßig unterwegs und habe mich da echt reingebissen. Ja, verbissen, ja. Hast du jetzt immer noch solche Phasen auch? Hast du jetzt immer noch solche Phasen auch, wo das passiert? Ja, Monatsende jetzt. Also kommt auf jeden Fall noch vor, aber ich brauche das auch so ein bisschen. Es ist auch okay. Ja, klar. Es ist auch okay. Also ich finde, man sollte sich so seine Routinen aufbauen, dass es wirklich, dass man diese Balance spürt. Mm, ganz klar. Und ich bin halt so eine Macherin. Ja. Ich brauche auch dieses Extrem. Und es ist auch mal okay, eine Nacht oder 2 Nächte durchzumachen. Es ist vollkommen okay, wenn du dann wieder eben, dann wenn du das bewusst wahrnimmst, dann mehr auf dich achtest. Achtsam dabei bist und dann aber auch wieder. Genau. Und ich sage ja, als gerade so, wenn man unternehmerisch tätig ist, es gibt ja immer solche Run-Phasen auch, ne? Egal, ob du jetzt Produkte vielleicht hast oder sowas, dann hast du sowas vor Weihnachten vielleicht, hast dann im Sommer eher ein bisschen Ruhe. Aber auch wenn du Coachings anbietest und sowas, ne? Oder wenn du Online-Kurse aufbaust. Ich meine, es gibt immer so eine Sprintphase, ist ja so der Begriff auch im Online-Marketing. Und das darf dann auch sein, aber du kannst dich eben super gut darauf vorbereiten, indem du auch jetzt sagst, hey, nächste Woche ist Ende des Monats, da weiß ich, okay, dann muss ich noch das und das auf die Wege bringen. Dann schaue ich jetzt, dass ich die Woche ein bisschen mehr auf mich achte. Ja, dass ich vielleicht immer mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr schlafe, dass ich morgens und abends meditiere, dass ich vielleicht auch intermittierend faste oder meine Ernährung ein Stück weit anpasse. Und dann hast du dann die Energie, dann baust du quasi, du investierst schon in dieser Woche in deine Energie für die nächste Woche und dann bist du halt set, ne? Und dann ziehst du halt richtig durch, achtest aber trotzdem auch darauf, so dass du genug Wasser trinkst, dass es dir gut geht, dass du auch lächelst, ja, dass du Liebe mit reinbringst. Ja, und dann danach ist dann wieder Recovery-Phase. Und das ist ja so ein Flow-Cycle, den wir auch bei uns im Coaching besprochen haben, weil es geht erst in so eine gewisse Anspannung rein, ja, das Verbissene vielleicht, so wie du es jetzt gesagt hast auch. Und das ist auch ganz wichtig. Allein von unseren Gehirnwellen her gehen wir dann so in diesen Modus, wo wir fokussiert sind und wo wir wirklich auch richtig was reißen wollen. Ja, und dann sind wir eben in diesem Flow-Zustand dann drin, wo wir sehen, okay, hey, es macht Spaß, es ist irgendwie leicht, aber es fordert mich trotzdem heraus. Und danach kommt aber die Regeneration. Und dann hast du den Cycle auch voll. Aber wenn viele Unternehmer, viele Leute, die ein eigenes Business haben, viele in Führungspositionen auch, die machen leider den Fehler, die Regenerationsphase einfach komplett zu überspringen. Ja, und quasi von einem Sprint zum nächsten Sprint zum nächsten Sprint. Und dann ist die Wand auf jeden Fall nicht mehr weit. Ja, und dann kannst du einfach langfristig keinen Erfolg haben. Meine Meinung. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Genauso. Ja. Hey, super. Ich find's wirklich toll, so, dass du die Sachen auch immer noch so weiterführst und implementierst und bin super happy einfach so, dass du zu mir gekommen bist. Damals war dein erstes Coaching, glaube ich, sogar überhaupt. Und ja, was würdest du jetzt den Leuten da draußen auch empfehlen, so, die sagen, okay, hey, ich erkenne mich da komplett wieder
Und ich würde jetzt auch gerne irgendwie mal mehr auf mich schauen, mich mehr in den Mittelpunkt bringen und vielleicht auch so mit Biohacking oder Natural Biohacking natürlich starten. Ich hab lange gesucht nach einer Lösung, irgendwas, was mir hilft. Ich finde, in diesem Zeitraum habe ich auch viel Zeit verloren. Ja. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre dem früher begegnet. Klar, so ein Coaching hat seinen Preis, aber wo wir wieder beim Thema auch langfristig sind. Du zahlst es, es hat sich auch jeder Cent gelohnt, definitiv. Und ich würde echt jedem raten, gib lieber ein bisschen mehr aus für ein gutes, egal ob es jetzt Biohacking oder ein anderes Coaching ist, was du gerade hast, geh über Empfehlungen, guck auch, bei uns hat auch die Chemie gestimmt, du musstest da gar nicht irgendwie lange irgendwas erzählen. Ich habe direkt gesagt, ich bin dabei, ich habe das gefühlt und ich bin dann da rein. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, obwohl ich am Anfang gedacht habe, so, oh mein Gott, was mache ich hier? Ich will ja die ganze Zeit nur, dass ich mich ausruhe und meditiere, so ein Schrott. Das war jetzt total. Das ist kein Wellness-Coaching, ne? Aber dadurch, dass ich mich committed habe, das mit dir durchzuziehen, ich glaube, wenn es kostenlos gewesen wäre, hätte ich es nicht durchgezogen. Dann hätte ich nach dem ersten Call gesagt, ich bin raus, ich gucke nach was an. Ja, klar. Es ist ja auch meistens auch das Problem mit Low Price, ne? Also auch wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Buch holst. Ich meine, es ist klar, ich liebe es, ich lese auch Bücher, aber immer mit dem Fokus auch, okay, was kann ich danach implementieren? Was kann ich für meine Coaches vielleicht auch verwenden und so weiter? Aber viele lesen ja und hören Podcasts und so einfach so aus Unterhaltungszwecken. Und wenn du dann fragst, okay, hey, es sind so viele Leute, die hören 200 Podcast-Folgen von mir durch, ne? Und sagen, okay, wo bist du? Was hast du umgesetzt? Ja, ne, ich bin immer noch da dran und Business habe ich jetzt wieder losgelassen, den Gedanken und so. Und da denke ich mir dann so auch, ne, aber was machst du denn? Warum kannst du das denn nicht auch langfristig irgendwie einbauen, so dass das für dich funktioniert? Und ich habe heute erst wieder eine Story gemacht bei Instagram, weil ich gestern, ich möchte noch kurz erzählen, fand ich ganz spannend, weil ich war in einer Apotheke hier. Und ich habe mir so ein Klistiergerät geholt, weißt du, also so ein Darmreinigungseinlaufgerät, nennt man das, glaube ich, weil ich einen Fastenkur machen will demnächst. Und ja, das kriegst du halt nur in der Apotheke. Und ich war so bestimmt seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr in der Apotheke drin, ja, weil ich eben so meine eigene Apotheke aufgebaut habe mit den Biohacking-Tools. Und dann war ich da drin und da kommen nur Werbung für irgendwelche Painkiller, Viagra, es war so Viagra-Werbung, ja, so von wegen eine Frau, die irgendwie zeigt so groß jeden Tag, weißt du? Dann, Mexiko ist dann, heftig. Das ist heftig, ist eine riesen Verkaufsshow. Und ich denke mir dann auch, und dann gibt es aber auch Läden, ja, ein Reformhaus, ein Bioladen, eine Naturapotheke, da zahlst du zwar mehr, meistens auch das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache, ja, aber es ist doch für dich, es ist doch für deine Performance, es ist doch für deine Energie, es ist dafür, dass es deinem Körper gut geht, dass es deinem Business gut geht, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, dass es deinen Kunden gut geht. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz quasi auch da dran. Wenn es dir gut geht, deinem Business gut geht, dann geht es auch deinen Mitarbeitern gut, weil Geld reinkommt, und dann geht es auch deinen Kunden gut, weil deine Mitarbeiter motiviert sind. Und deswegen, also investiere schon täglich einfach in gute Ernährung, in genug Schlaf. Und ich glaube, das ist das, was die Leute hier mitnehmen können, auch aus diesem kurzen Interview. Genau. Leute, niemals an Gesundheit oder Weiterbildung sparen. Da ruhig mal ein bisschen mehr investieren, weil du investierst immer in dich selber. Ganz klar. Super Schlusswort. Ich glaube, mehr kann man nicht dazu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du hier deine Erfahrung geteilt hast auch. Und es ist so super wichtige Message auch für alle, die da draußen sich vielleicht auch so ein bisschen ausgebrannt fühlen und die vielleicht auch denken so, hey, jetzt habe ich so viel Gas gegeben und irgendwie geht es mir nicht gut dabei und ich spare vielleicht an den falschen Stellen und irgendwie läuft es doch nicht so im Flow. Ja, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, melde dich gerne so und wir gucken uns das gemeinsam an, was wir da machen können und entwickeln da eine coole Biohacking-Strategie. Und und dann wünsche ich dir jetzt einfach alles Gute für die Zukunft. Wir sind ja weiter in Kontakt. Ich bin ein riesen Fan von dir geworden natürlich auch und freue mich, dass wir da so eine gute Beziehung dann noch aufgebaut haben.
danke an dich, Robin, und auch danke an die Zuhörer. Und ich wünsche dir immer das Allerbeste. Bis ganz bald. Danke. Tschüss.